Vorsitzender, zu Ihrem Beitrag ist allerdings eine Kurzintervention angemeldet worden. Herr Dr. Jess, bitte schön, Sie haben das Wort. Ja, Frau Präsidentin, sehr geehrter Herr Schulte, jetzt bitte still. Leider haben wir keine Redezeit mehr, sodass ich das über die Kurzintervention machen muss. Ich finde es ja erstmal sehr erfreulich, dass Sie sich so intensiv mit unseren Reden beschäftigen. Das stimmt mich optimistisch, aber ich möchte trotzdem noch mal auf einige Dinge hinweisen. Das erste ist, ob der schwedische Weg gescheitert ist, Herr Schulte, das würde ich ehrlich gesagt sehr in Frage stellen. Das zeigt sich nämlich erst, Entschuldigung, ich verwechsel Sie immer, tut mir leid, Herr Krieger. Aber das werde ich in Zukunft nicht mehr tun. So, das heißt, das wird sich erst in ein, zwei Jahren zeigen, weil wir nämlich dann die Gesamtzeit überblicken können. Das müssen Sie ja wohl auch anerkennen. Und ich habe mir natürlich gerade die schwedischen Zahlen insbesondere angesehen und habe das auch damals in der Debatte mit Herrn Balen schon deutlich herausgestrichen, dass eben genau das, was Sie hier sagen, dass wir dann in Mecklenburg-Vorpommern diese sogenannten 1000 Toten mehr hätten, dass das eben genau nicht richtig ist. Wenn Sie nämlich an die harten Fakten rangehen, dann sehen Sie, dann müssen Sie die Übersterblichkeit in Mecklenburg-Vorpommern und in Schweden vergleichen und Sie müssen die jeweiligen vielfaktoriellen und mehrfaktoriellen Dinge berücksichtigen, wie zum Beispiel, dass wir Hitzetote haben, dass wir auch zum Beispiel in Mecklenburg-Vorpommern weniger Inzidenz haben oder weniger Tote haben als im restlichen Deutschland. Das alles muss man mit berücksichtigen bei diesen Berechnungen. Und wenn man das tut, was ich getan habe, dann würde man nämlich herausbekommen, dass nicht 1000 Tote mehr wären beim schwedischen Weg bis November 2020, sondern 250 mehr. Das ist auch nicht gut. Aber ich habe ja bereits gesagt, wir müssen den Gesamtzeitraum beachten. Und in Schweden ist es nämlich so, da hatte man die Anzahl der die höheren Toten in der ersten Welle. Und jetzt Herr hat man, Kollege, jetzt Ihre hat man weniger. Ist zu Ende. Tut mir leid, wir können das jetzt nicht mehr weiter ausführen. Herr Abgeordneter, möchten Sie antworten? Das ist okay, das kann uns allen passieren. Der schwedische Weg ist gescheitert, sehr geehrter Kollege. Sie haben letztes Mal die reinen Zahlen erwähnt. Damals haben wir Ihnen das vorgerechnet, dass das so nicht geht. Jetzt kommen Sie mit der Übersterblichkeit, um einen neuen Weg hier zu konstruieren. Ich sehe den Weg bis hierher. Das Coronavirus hat sich von China weltweit ausgeweitet. Von China aus weltweit ausgeweitet. Es ist in Deutschland fast zeitgleich wie in Schweden aufgelaufen. Und bis hierher, mit unseren Maßnahmen, haben wir fast 1000 Menschenleben gerettet. Punkt. Wir haben weniger Infektionen, das ist richtig. Was die Übersterblichkeit anbetrifft, Sie können sonst was heranziehen. Am Ende sehen wir die Infektionen, Menschen infiziert sind und sterben. Und danach haben 1000 Menschen hier heute, 1000 Menschen leben hier heute statistisch, klar, ist eine statistische Größe, gestehe ich zu, mehr als in Schweden. Und da beißt die Maus keinen Faden ab. Wir können hinterher uns das gerne angucken. Aber so wie bei uns sind auch in Schweden die Inzidenzen gestiegen. Und die Schweden gehen jetzt übrigens auch einen anderen Weg. Das muss man auch mal sehen. Die Schweden haben inzwischen auch Teile ihrer Gesellschaft geschlossen. Beispielsweise bei den Schulen gibt es massive Einschränkungen inzwischen. Das heißt, die haben auch Maßnahmen gemacht. Aber bis hierher müssen wir sagen, wir sind deutlich besser gefahren. Und aus meiner Sicht, der schwedische Weg ist gescheitert. Herzlichen Dank.